Noch immer musternd stand Payne da und starrte auf die anzeigende Maschine. Dann seufzte er leise auf, denn ein wenig machte er sich Gedanken darüber, was für Hidan wohl ein angenehmer Traum war. Für jeden anderen wäre das wohl immer noch ein Albtraum. Und ein wenig wünschte sich Payne gerade doch, die Träume erkennen zu können. Das wäre doch bestimmt irgendwie mal interessant. Er wandte sich an den Mann neben sich, der bereits an der Maschine herumstellte. Und? Wann kann das bei Hidan nun mal losgehen? Ich meine, dass er mal was Angenehmes träumt. Ich würde nämlich wirklich gerne mal wissen, ob Hidan überhaupt sowas wie schöne Träume haben kann. Natürlich kann er, war die knappe Antwort des Professors, der sofort kleine elektrische Impulse durch Hidans Körper schickte. Der rollte sich in seinem Bett auf die andere Seite und knurrte ein wenig. Doch dann bildete sich auf seinen Lippen ein beinahe zufriedenes Lächeln. Und sein Traum war wohl eindeutig schuld daran. Seit ein paar Jahren suche ich schon nach den Typen, die damals die Mönche überfallen und getötet haben. Besonders wütend bin ich aber noch immer auf diesen sogenannten Gott und habe mich aus diesem Grund einem Gott angeschlossen, der komplett eine andere Lichtrichtlinie hat. Durch ihn habe ich das ewige Leben geschenkt bekommen, solange wie ich ihn Menschen opfere und töte. Damit habe ich allerdings jetzt kein Problem mehr, denn ich habe im Leben so viele Menschen sterben sehen, dass ich sie nicht einmal mehr zählen kann. Doch an diesem Tag ist etwas anders als sonst. Ich habe das Gefühl, endlich den Männern gegenüberzustehen, die mir damals einen Halt und meine Familie genommen haben. Ich stehe vor einer Kirchentür und muss wieder daran denken, wie ich als Kind gelebt habe. Es war nicht immer einfach, mit diesen alten Säcken zusammenzuleben. Aber trotzdem war ich irgendwie glücklich. Jetzt stehe ich wieder vor so einer Kirche und höre Schreien und Flehen von drinnen. Wenn es wirklich das ist, was ich denke, dann werde ich heute endlich meine Rache bekommen. Die Rache, nach der ich schon so lange dürste und die ich unbedingt bekommen muss. Bis danach wird es mir eigentlich so ziemlich egal. Aber dieses Rachegefühl muss ich stillen. Langsam öffne ich die Tür zu der Kirche und atme tief durch. Ich habe vieles gesehen in meinem Leben, aber immer wenn ich diese Halle Gottes betrete, wird mir schlecht. Und ich frage mich, warum Menschen einen Gott anbeten, der nie für sie da ist. Auf dem steilen Boden liegen Menschen, Ordensschwestern, die bluten. Einige von ihnen sind mit Sicherheit schon tot. Wenige sind noch am Leben. Und eine von ihnen sieht mich flehend an. Gehen Sie. Fliehen Sie oder Sie werden den Tod finden, wie wir alle. Sie ist jung, vielleicht 20. Mir ist egal, ob ein Mörder noch irgendwo hier herumläuft. Im Grunde hoffe ich ja sogar, dass er noch einmal zu mir kommt und sich mit mir anlegt, damit ich ihn endlich ins Jenseits befördern kann. Ruhig knie ich mich zu dem jungen Mädchen auf dem Boden und sehe sie an. Bist du gar nicht wütend? Frage ich leise. Und sie sieht mich fragend an. Stumm deute ich auf die Gottesfigur, die sie ihr Leben lang angebetet hat, und auf ihren Lippen erscheint ein schwaches Lächeln. Gottes Wege sind unergründlich. Ich muss früh sterben. Und vielleicht wäre jeder andere wütend, aber ich bin es nicht. Ich habe meinen Frieden mit der Welt geschlossen. Ich hatte hier ein schönes Leben. Und wenn es ein Wunsch ist, mich mit sich zu nehmen, dann werde ich diesem Ruf folgen. Bitterkeit und Rachsucht bringen noch nur noch mehr Leid. Mit diesen Worten schließen sich ihre Augen und kurz darauf sitzt ihre Atmung aus. Ich kann einfach nicht verstehen, wie jemand mit seinem Tod so seinen Frieden abmachen kann. Besonders nicht, wenn man noch so jung ist. Man will doch leben, so viel erleben, oder nicht? Kopfschüttelnd erhebe ich mich wieder und erkenne einen Mann, der am Altar steht und mich beobachtet. Auf seinen blassen Lippen liegt ein schmales Lächeln, und seine dunklen Augen sehen mich kalt und gleichgültig an. Was willst du hier? Falls du hier bist, um deine Beichte abzulegen, dann kannst du auch zu mir kommen. Ich werde dich zum Herrn persönlich schicken, damit er dich von seinem Leid erlösen kann. Meine Augen verengen sich zu Schlitzen und langsam gehe ich auf ihn zu. Dann nehme ich die Sense von meinem Rücken und drohe ihm damit. Du Wichser, ich schlitz dich auf und werde deine Innereien hier verteilen. Du warst es doch, der vor 10 Jahren ein kleines Kloster in der Nähe von Yugagakure überfallen hat und alle Mönche umgebracht hat, oder? Der Mann lacht leise und legt ein wenig den Kopf schief. Kann sein, ich habe schon so viele Klöster dem Erdboden gleich gemacht, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich überall war und wo nicht. Also kann es sein, dass ich in einem Kloster war. Warum? Du siehst nicht gerade nach einem Mönch aus, würde ich mal sagen. Leise schnaube ich und gehe weiter auf ihn zu. Stimmt, ich bin kein Mönch. Du hast mich damals vergessen. Die Mönche haben sich um Kinder gekümmert, die keine Familie mehr haben. Und meine Freunde hast du ebenfalls alle ermordet. Nur mich hast du dummerweise am Leben gelassen, und das war dein Fehler. Mit
Mit diesen Worten greife ich ihn an und er kommt überhaupt nicht dazu, irgendwas zu sagen. Es dauert nicht sehr lange, denn mit mir kann er nicht mithalten. Sich an wehrlosen alten Männern zu vergreifen, ist ja auch sehr viel einfacher. Trotzdem will ich wissen, warum er sie getötet hat. Und wütend pinne ich ihn mit einer Hand an die Wand, während Blut aus seinem Bauch sickert. Meine Warnung habe ich wahrgenommen. Ich habe ihm den Bauch aufgeschnitten, aber so, dass er nicht sofort stirbt. Qualvoll, aber immer eine meiner Spezialitäten. Meine Augen funkeln wütend und ich sehe ihn direkt an. Warum? Knurre ich leise. Und der Typ mustert mich, weil sie alle heuchlerische Wichser sind. Flüstert er leise und hat nicht mehr sehr viel Kraft. Ich will bestimmt nicht seine Lebensgeschichte hören, trotzdem rüttle ich an ihm und schlage ihn mit der Faust ins Gesicht. Du Penner, willst du mir sagen, das ist alles? Fauche ich ihn an. Und er lacht leise. Das geht dich das an, meint er ruhig. Und schon wieder sehe ich einen Menschen vor mir, der dem Tod geweiht ist und die Ruhe selbst ist. Seine Augen sind traurig und ich merke ihm deutlich an, dass er mit dem Leben abgeschlossen hat. Aber wenn du es wirklich wissen willst, ich wollte Rache. Meine Söhne gingen jeden Sonntag zur Kirche, waren brave Jungen, aber irgendwann zogen sie sich immer mehr vor mir und ihrer Mutter zurück. Eines Tages fand ich meine beiden Söhne erhängt in ihrem Zimmer. Selbstmord. Weil der Mönch unseres Dorfes sie vergewaltigt hat. Mehrfach. Meine Frau konnte damit nicht leben und nahm sich mit 2 Wochen lang meinen Söhnen das Leben. Sie betete einen Gott an, der solch grausame Taten zulässt. Beten 40 Ave Maria und ihr Gewissen ist so rein wie ein Baby 5 Sekunden nach der Geburt. Das ist Blasphemie. Kaum, dass diese Worte seine Lippen verlassen haben, sagt er in meinen Händen zusammen und ist tot. Perplex sehe ich ihn an, denn damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich lasse seinen toten Körper zu Boden sinken und drehe mich zum Altar. Irgendwie, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, kann ich ihn verstehen. An seiner Stelle hätte ich vermutlich nicht anders reagiert. Aber anderen für das Leid eines Einzelnen bezahlen zu lassen, finde ich falsch. Trotzdem kotzt es mich noch immer an, dass sich der sogenannte Gott nie einmischt und alles geschehen lässt. Was sind wir Menschen für ihn? Gibt es ihn überhaupt? Oder ist er nur eine Erfindung, um das zu erklären, was wir nicht verstehen? Und hinter dem wir uns verstecken können, wenn uns etwas Angst macht? Erschaffen wir uns damit nicht eine Möglichkeit zu töten, vergewaltigen und zu vernichten, ohne dass uns jemand dafür zur Rechenschaft zieht? Denn angeblich vergibt Gott jedem Sünder, der sich zu ihm begibt und ihm um Vergebung bittet. Doch das hilft denen, die zurückbleiben und Opfer dieser Sünden sind, überhaupt nicht weiter. Wütend sehe ich auf das Kreuz und schüttle den Kopf. Erwarte von mir kein Flehen um Vergebung. Ich stehe zu dem, was ich getan habe, und ich nehme auch die Konsequenzen auf mich. Ich brauche deine Vergebung nicht. Ich drehe mich um und verlasse die Kirche. In denen wird mir immer kalt. Und als ich draußen bin, fällt mir die warme Sonne erst richtig auf. Nein, ich bereue nichts von dem, was ich getan habe. Denn ich weiß, dass es niemand sonst getan hätte. Ich habe meinen Frieden und kann damit abschließen. Sollte sich jetzt irgendwo irgendwer an mir rächen wollen, dann nehme ich die Herausforderung an. Aber ich werde nie um Vergebung flehen. Als sie dann am nächsten Morgen wach wurde und sich die Elektroden vom Körper riss, war er merkwürdig ruhig. Das brachte ihm schon fragende Blicke von Kakuzu ein, doch er war eigentlich richtig froh darüber, dass sie ihn endlich mal die Klappe hielt und ihn nicht anblaffte. Allerdings war der Yashinist ihm so ein wenig unheimlich. Hidan war einfach nur mit seinem Traum überfordert, denn eigentlich hatte er den Mörder der Mönche nicht gefasst. Er wusste, dass alles nur ein Traum war, aber dennoch hatte es etwas in ihm ausgelöst. Was, wenn der Typ damals wirklich einen guten Grund gehabt hatte, um die Mönche zu killen? Vielleicht war da ja auch wirklich irgendwas vorgefallen, von dem man nichts wusste, und die Mönche waren überhaupt nicht so harmlos gewesen, wie er immer dachte. Aber eines in seinem Traum war die Wahrheit. Er würde immer selbst für seine Taten gerade stehen, und er würde niemanden um Vergebung anflehen. Wenn sich jemand an ihm rächen wollte, dann sollte er das tun, aber er sollte aufpassen, dass er dann nicht auch noch sein Opfer wurde. Bereuen oder sowas in der Art kam nicht für ihn in Frage, und seltsamerweise hatte er wirklich irgendwie seinen Frieden damit geschlossen. Würde er die Kerle finden, die damals seine Heimat zerstört hatten und seine Freunde töteten, dann würde er sich mit Sicherheit an ihnen rächen. Aber er würde sie nicht großartig zu Wort kommen lassen. Warum und wieso sie das getan hatten, das interessierte ihn nämlich überhaupt nicht. Der Traum gab ihm aber irgendwie die Hoffnung, dass er sie doch noch finden konnte, und selbst wenn nicht, dann war ihm das mittlerweile egal. Sein Leben war das Töten, und das würde auch immer so bleiben. Er hatte die Religion gefunden, die zu ihm passte,
und dieser folgte er genauso streng wie damals die Mönche ihrer. Das war vielleicht das Einzige, was sie ihm beigebracht hatten, dem Gott, an dem man glaubte, aus tiefstem Herzen und voller Überzeugung zu folgen und ihm zu dienen. Payne war, gelinde gesagt, verwirrt. Da saß der sonst so munter vor sich hin fluchende Hiedern am Küchentisch und aß in aller Ruhe. Die perplexen Blicke der anderen waren ihm natürlich gewiss, aber trotzdem ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen. Dafür war es mit Paynes Ruhe irgendwie vorbei. Seine Leute veränderten sich immer mehr, und auch wenn er froh darüber war, dass Hiden jetzt ein wenig ruhiger war, machte ihm das ein wenig Angst. Als Hiden dann jedoch normal anfing zu fluchen und auch seine vulgären Ausdrücke wie immer anwendete, atmete Payne regelrecht auf. Also war Hiden doch immer noch der gleiche und war nur ein bisschen ruhiger geworden und explodierte nicht mehr bei jedem Wort. Aus dem Teufel konnte man aber nun mal keinen Engel machen. Erschrocken zuckte Payne zusammen, als Conan neben ihm auftauchte und ihn musterte. »Mann, bist du schreckhaft«, nuschelte sie leise und schüttelte den Kopf. Sie drückte ihm eine Schriftrolle in die Hand und lächelte. »Da, alle Informationen über den Professor, die du haben wolltest. Hilft es eigentlich, was er da fabriziert?« Payne zuckte mit den Schultern. »Sieh sie dir an.« Dedera knirscht laut Sasori nicht mehr mit den Zähnen. Der ist aber jetzt mit der Ruhe überfordert. Itachi redet auch nicht mehr im Schlaf und ist regelrecht höflich und gesprächig. Na, und Hiden, der ist fast wie immer. Skeptisch musterte Conan die Jungs am Küchentisch und seufzte leise auf. Weißt du, ich denke, Sasori ist sowieso nie wirklich irgendwie zufrieden und irgendwo wird's doch immer Probleme geben. Willst du jetzt auch noch Psychologen und Psychiater dazuziehen? Das sind Mörder-Pain. Dass die einen Knacks weg haben, ist doch ganz klar, oder? Ein wenig nickte Payne und sah sie dann beinahe verzweifelt an. »Ich weiß, aber ich will endlich wieder in Ruhe schlafen«, wimmerte er leise und legte seine Stirn auf ihre Schulter. Beruhigend streichelte Conan über seinen Rücken und schüttelte nur den Kopf. Dabei nuschelte sie etwas, das verdammt nach »Männer« klang.